Hallo, Börsentrainer Karlsruhe, Andreas Thienbacher im Venice Beach in Karlsruhe, der Nummer 1 zum Thema Fitness im Umkreis Karlsruhe, mit Angie, der Studioleitung von Venice Beach. Wir werden euch heute einige an Krafttrainingsübungen zeigen, an Maschinen- und Freihandelbereich, sodass ihr verletzungsfrei eure Trainingsziele erreicht. Angie zeigt uns jetzt die Übung liegender Beinbeuger. Beinbeuger sind hintere Oberschenkel. Das gibt es einmal in der Version, wie hier liegen, und danach auch in der Version sitzen. Es gibt auch noch eine Version stehen, die haben wir jetzt nicht hier. Reicht aber auch, wenn man eine liegende Version hat und eine sitzende Version. Jetzt ist Angie bei der Arbeit. Hier haben wir natürlich, wie man sehen kann, verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Hier unten in dem Bereich soll es so eingestellt sein, dass die Fersen frei sind, dass die Fersen keinen Druck am Polster haben. Der Druck des Polsters geht oberhalb des Fersens los. Die Beine sind natürlich jetzt hier wieder hüftbreit, nicht zu eng nach innen, noch zu weit nach außen und auch nicht die Fußspitzen extrem nach innen oder nach außen gedreht. Das Ganze kann man natürlich hier einstellen am gelben Knopf. Dann haben wir hier unten eine Drehachse. Hier ist die gelbe Markierung mit den zwei Pfeilen. Und das ist die Markierung für die Kniegelenkseinstellung. Da sollte sich das Kniegelenk befinden. Das ist die Drehachse. Die sollte man natürlich auch am Knie berücksichtigen, sodass am Kniegelenk nicht einen erhöhten Drehmoment entsteht. Das Ganze, wie es aussieht, perfekt bis zum rechten Winkel unter Oberschenkel und natürlich auch hier oben darauf achten, dass die Lendenwirbelsäule, wie man jetzt auch sehen kann, man von der Seite, bewegt sich gar nichts. Wenn das Gewicht in der Regel zu hoch ist, dann entsteht hier eine sehr starke Bewegung im Bereich der Lenden. Jetzt sieht man es auch, jetzt macht es auch gerade. Und zwar absichtlich macht es, nicht unbeabsichtigt, nochmal absichtlich. Jetzt sieht man hier nämlich eine Abkippung in der Lendenwirbelsäule und das führt im schlimmsten Fall dazu, dass man dann eigentlich 2 Tage lang Rückenschmerzen hat, weil einfach auch hier die Wirbelkörper extrem viel Druck bekommen, die Facettengelenke extrem viel Druck bekommen. Und das ist natürlich nicht gedacht bei dieser Übung. Jetzt bitte nochmal richtig ausführen. Wenn man jetzt darauf achtet, perfekt ausgeführt, da entsteht ganz wenig Bewegung, nur bis zum rechten Winkel unter Oberschenkel spürt man in der Regel auch dann, dass der Muskel ab einem gewissen Gradwinkel Spannung verliert, dann macht es ja auch keinen Sinn mehr, das noch weiter nach oben zu ziehen. Nochmal, sehr schön rechter Winkel unter Oberschenkel, langsam wieder ab und auch hier darauf achten, dass das Ganze ohne Schwung ausgeführt wird. Ohne Schwung heißt, dass man natürlich hier auch komplett im Zielmuskel sich befindet und nicht am Zielmuskel vorbei arbeitet. Auch hier nochmal komplett vorne Arme aufgelegt, festgehalten. Genau so soll es sein. Sehr gut, nochmal einmal bitte. Das Ganze von einer etwas anderen Einstellung. So ist es richtig. Auch hier sieht man, der Kopf ist weder nach oben gerichtet noch extrem nach unten. Die Halswirbelsäule ist gestreckt, somit entsteht im oberen Bereich der Halswirbelsäule kein Stress. Nochmal unten, mal etwas größere Ansicht. Darauf achten, Beine hüftbreit, rechter Winkel unter Oberschenkel, ohne dass die Lendenwirbelsäule nach vorne abkippt. Somit haben wir die Hauptlast im Beinbeugebereich und arbeiten nicht über den submaximal über den Rückenstrecker. Unter Belastung, das heißt beim Anheben, auch hier wieder ausatmen, gleichmäßig ausatmen. Und auch hier die konzentrische Phase darf etwas schneller sein und die exzentrische Phase immer einen Tick langsamer. Kadenzzeit, Reizzeit einhalten. Das war der Beinbeuger liegen. Das war's zum Thema gesunde Fitnessübung aus dem Venice Beach in Karlsruhe, der Nummer 1 zum Thema Fitness mit Angie, der Studioleitin. In Kürze geht's weiter wieder mit Trainingsübungen aus dem Fitnessbereich, Krafttrainingsbereich, sodass ihr die Möglichkeit habt, alle Übungen, die es hier im Venice Beach gibt, verletzungsfrei auszuführen.